Ich bin die Stefanie, ich bin 19 Jahre alt. Ich habe meine Ausbildung in Coburg gemacht im Klinikum und arbeite jetzt auf der chirurgischen Intensivstation 42. Hier angefangen habe ich, weil ich die Herausforderung gesucht habe und weil ich mich weiterbilden und weiterentwickeln wollte. Mein Name ist Martina Volk. Ich bin die Stationsleitung hier auf der Station 41. Die Station 41 ist der internistische Teil der Intensivmedizin hier am Klinikum Coburg. Ich arbeite schon sehr lange am Klinikum, seit 1998, und ich habe schon als Schülerin hier auf der Station angefangen und bin jetzt seit 2007 Stationsleitung. Mein Name ist Hubertus Ramm, ich bin die stellvertretende Stationsleitung von der chirurgischen Intensivstation hier im Klinikum Coburg. Bin 41 Jahre alt und bin seit 2006 am Haus. Bin ein Quereinsteiger, war zuvor Industriemechaniker und Zeitsoldat und wollte dann was ganz anderes machen. Wir machen das ganz große Spektrum der Intensivmedizin. Wir machen Hämofiltrationen, wir machen ECMO-Verfahren, wir machen viele kardiologische Interventionen, Impeller und so weiter. Und es gibt viel zu lernen, aber es gibt aber auch viele Leute, die einem was zeigen wollen, weil die Mitarbeiter, die hier arbeiten, die haben eine gute Ausbildung. Wir haben eine hohe Fachkraftquote, fast die Hälfte der Mitarbeiter hat eine Ausbildung zur Anästhesie- und Intensivschwester durchlaufen und sind auch deswegen gut aufgestellt vom Fachwissen her. Mein Weg hat ja 2016 bei RegioMed begonnen, in der Krankenpflegeschule, die 2009 dann erfolgreich abgeschlossen worden ist, und es wurde mir die Möglichkeit angeboten, dass ich dann eben mich fortbilden kann zum Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie. Ich wurde dabei stets unterstützt und auch im praxisnahen Lehrgang wurde mir zeitnah angeboten. Ja, also mein Arbeitgeber hat mich stets gefördert in Fort- und Weiterbildung, hat mir keine Steine in den Weg gelegt, sondern mir die Türen aufgemacht. Das habe ich stets positiv empfunden und bin sehr zuversichtlich, dass es auch so bleibt und dass jeder, der hier anfängt, auch dieselbe Möglichkeit bekommt. Gerade bei uns auf Intensivstationen natürlich, vor allem die Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie zeitnah zu machen. Hierbei wird jeder auf jeden Fall von uns und auch von der Pflegedienstleitung und Geschäftsführung immer unterstützt. Jeder Patient ist anders. Auch das Ganze, was der Patient an Umfeld mitbringt, ist anders. Das Ganze, was der Patient an Vorerlebten mitbringt, ist anders. Und so sind alle Patienten individuelle Persönlichkeiten. Und wir versuchen auch im Krankheitszustand den Patienten als individuelle Persönlichkeit zu sehen und mit seinen Bedürfnissen zu erfassen. Und dazu haben wir auch genug Zeit in dem, was wir tun, weil wir nur 2 bis 3 Patienten pro Tag in unserer Schicht betreuen. Mein Name ist Thorsten Müller, ich bin der leitende Oberarzt der Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin hier im Klinikum Coburg. Ich habe 2006 mit Intensivmedizin angefangen und was mich von Anfang an der Intensivmedizin fasziniert hat und was es auch für Pflegekräfte, glaube ich, besonders attraktiv macht, ist, dass wir in Grenzbereichen der Medizin jeden Tag arbeiten und da auch ein ganz besonderes Verhältnis zu unseren Pflegekräften haben, weil wir uns jeden Tag hundertprozentig aufeinander verlassen müssen. Und das macht die Intensivmedizin in meinen Augen auch für Pflegekräfte besonders spannend. Im Klinikum Coburg habe ich mich beworben, weil hier viele verschiedene Fachrichtungen sind und man seinen speziellen Bereich je nach Vorliebe und Interesse wählen kann. Aufgenommen in das Team wurde ich sehr gut, mir wird hier viel erklärt, mir wird viel gezeigt und wenn ich Fragen habe, kann ich mich immer an meine Kollegen wenden.